Sieh an, was für ein stattlicher Kerl. Geheimagent Jack Valiant, Superspion des britischen Empires, höchster Trumpf der Königin. Mit einer Ausnahme. Agentin Stiller tot. Mein Name ist Jessica Valiant. Im Krieg half ich meinem Mann, seine geheimen Pflichten zu erfüllen. Wir waren nicht nur im Job unzertrennlich. Bis 1946. Jack verschaffte mir Zeit für die Flucht. Hätte ich eine Wahl gehabt, wäre es andersrum gewesen. Schon komisch. Nachdem man mir die Liebe meines Lebens genommen hatte, unterwarf sich die Welt dem Regime. Mein Glaube an die Menschheit bröckelte. Ich floh nach Brasilien und lebte anonym. Das Leben war einfacher. Ein stetiger Fluss von gutem Alkohol und charmanten Fremden waren meine Medizin. So hielt ich durch, ohne Aufgabe oder Ziel. Dann erhielt ich eines Tages einen geheimnisvollen Ordner mit der Abbildung einer Crimson Bulldog. Im Innern waren Beschreibungen dreier Mordziele. Maschinenkommandant und Folterexperte Hans Stieglitz, Schauspieler und Kollaborateur Chuck Lawrence und der berüchtigte General Gerhard Dunkel. Die Akten erschütterten mich zutiefst. Sie bewiesen, dass diese Männer dafür gesorgt hatten, dass Jack verraten, gefoltert und ermordet worden war. Sie mussten sterben. Also machte ich mich auf in die amerikanischen Gebiete nach Kalifornien. Der erste auf der Liste war Maschinenkommandant Stieglitz, der Jack gefoltert hatte. Ich hatte die letzten Jahre in einem wonnigen Nebel aus Alkohol und Ausschweifungen verbracht. Doch das Töten verlernt man nicht. Ein Dutzend durchgeschnittener Kehlen später fand ich mich im Sitz der Regimepolizei in Sacramento, Kalifornien wieder. Ich musste irgendwie zum Büro des Maschinenkommandanten im obersten Stock gelangen. Maschinenkommandant Stieglitz hat sich bei mir über Sie beschwert. Tut mir sehr leid. Offenbar ärgert es ihn, dass Sie ihm immer über die Schulter schauen, wenn er etwas tippt. Sogar bei geheimen Dokumenten. Ich bin halt von Natur aus neugierig, hat mir meine Mutter immer gesagt. Zur Hölle mit Ihrer Mutter. Wissen Sie, wie wichtig es ist, dass wir diesen jämmerlichen Aufstand in Kalifornien unterdrücken? Wissen Sie, wie viel Zeit und Mühe Maschinenkommandant Stieglitz in diese Aufgabe gesteckt hat? Wissen Sie, wie ablenkend es ist, wenn jemand einem im Nacken sitzt? Männer, ich bin in meinem Büro und bereite wichtige Dokumente für General Dunkel vor. Achten Sie auf verdächtige terroristische Aktivitäten. Und bringt mir bitte jemand eine Tasse Tee und ein Schinkensandwich. Stieglitz war mein erstes Opfer seit Jahren. Ich war berauscht wie von starkem Schnaps. Aber ich musste konzentriert bleiben.
Beim Kriechen durch die Luftschächte bereute ich eines aber schon. Am Abend zuvor nicht die Minibar geplündert zu haben.
Von nächtlichen Strandspaziergängen in Sao Paulo zum Rumschleichen in der Zentrale des Regimes. Ich fragte mich, ob ich es nach all den Jahren noch drauf hatte. Männer, seid heute besonders wachsam. Ich hatte eine ziemlich schlimme Vorahnung. Man könnte sagen, sie kam mir im Traum. Und wo sind mein Tee und mein Schinken-Sandwich? Herrgott nochmal! Das jahrelange Trinken hatte Spuren hinterlassen. Eindringling! Eindringling! Verteidigen Sie Maschinenkommandant Stiegels Büro um jeden Preis! Ich wiederhole, verteidigen Sie Maschinenkommandant Stiegels Büro um jeden Preis!
Und so fuhr ein weiteres Regimeschwein zur Hölle. Auf Nimmerwiedersehen, Stieglitz. Ich spürte den Zwiespalt in mir. Ein Verlangen, dieser schrecklichen Realität zu entfliehen. Aber es ging nicht. Nicht, bevor diese Schweine nicht unter der Erde lagen. Bevor Jack gerecht war. Als nächstes kam der Mann, der Jack verraten hatte. Schauspieler, Filmemacher und Kollaborateur Chuck Lawrence. Früher beim Geheimdienst, jetzt Handlanger des Regimes. Wie so viele amerikanische Verräter hatte man die Schlange Lawrence für seine Kollaboration belohnt und zum Leiter der amerikanischen Propaganda gemacht. Lawrence war jetzt ein mächtiger Mann mit mächtigen Freunden. Tja, dieser mächtige Mann hatte bald ein Rendezvous mit Agentin Stiller Tod. Das waren also die Paragon Studios. Sprachrohr des Regimes in Amerika, das die Massen mit billiger Propaganda eindeckte. Ich konnte die überkuppelten Hauptbüros mit den Regimebannern hinter den Tonbühnen sehen. Da sollte sich mein Ziel aufhalten. Also, stellen Sie sich auf und nochmal, nicht in die Kamera schauen. Jedes Mal, wenn wir neu anfangen müssen, wird Ihr Sold weitergekürzt. Also machen wir es diesmal richtig. Auf Ihre Plätze. Niemand stören darf, wenn ich arbeite. Schauspielen erfordert absolute Konzentration. Und mit Ihren andauernden fadenscheinigen Bitten und Beschwerden machen Sie meine Vorbereitung auf eine makellose Darbietung zunichte.
Das Bürogebäude der Paragon Studios war genau der Ort, an dem ein Wichser wie Lorenz sich aufhalten würde. Leute, für den Dreh des neuen Films Blitzmensch kehrt zurück, Rache der Überlegenen, fehlt uns aufgrund plötzlicher Krankheit eine Wache. Die Rolle hat keinen Text und es gibt eine kostenlose Knackwurst. Da ich viele Freiwillige erwarte, stellen Sie sich heute Abend um 7 geordnet vor meinem Büro auf. Sie haben ein Alkoholproblem, hat mir mal ein Wirt in Sao Paulo gesagt. Das verdammte Regime marschiert auf ihren Straßen und ich soll ein Problem haben? Die Welt war verrückt geworden und ich brauchte einfach nur einen Drink. Vielleicht war Trinken keine Lösung, aber es linderte den Schmerz. Was sonst hätte das schaffen können? Naja, ich war ein großes Mädchen und konnte selber bestimmen, wann ich trank. Verdammt, Jessica, hör auf, nur an Alkohol zu denken. Thank you.
Ich wollte den Rest meiner Tage in Brasilien verbringen. Ich war an einem Punkt, an dem die Jahre des Konflikts vorbei zu sein schienen. Die Erinnerung an Jack verblasste, vernebelt durch den Alkohol. Ich hätte wissen müssen, dass es so nicht funktioniert. Und jetzt ging es um General Dunkel, den Mann, der meinen Jack getötet hatte. Der Feigling hatte beschlossen, sich auf dem Mond zu verstecken. General Dunkel sollte der Letzte sein. Danach wollte ich zurück in mein altes Leben. Für immer. Jack hatte immer gesagt, er fühlte sich wie auf dem Mond, wenn ihm was Gutes widerfahren war. Tja, ich wünschte, du wärst hier. Mondbasis Gamma war das Reich des abscheulichen General Dunkel. Ein militärischer Forschungskomplex. Schon bald würde jemand die Leichen entdecken. Also musste ich schnell sein. Herr Schmidtner wird es nicht zum Treffen schaffen, Jungs. Thank you.
bevorzugter Zugriff. Die Türsteuerung kann nur durch autorisierte Personen oder über das automatische Notfallsystem bedient werden. Es war an der Zeit für etwas extremere Maßnahmen. Thank you.
den Ding stiller Tod! Ja, ich weiß, dass Sie es sind. Sind Sie auf Rache aus? Wollen Sie die drei Leute ermorden, die Ihren idiotischen Mann getötet haben? Und ich soll wohl der krönende Abschluss sein. In Ihren Träumen, Terroristin. Vielleicht hatte er recht. Vielleicht war das alles seine Nummer zu hoch. Vielleicht würde Jack nie gerecht werden. Aber versuchen konnte ich es ja. Zirkulationssysteme im Sektor deaktiviert. Luftdruck fällt. Warnung. Sauerstoffniveau fällt. Warnung. Sofort evakuieren. Warnung. Sofort evakuieren. Halten Sie sich an die Protokolle. Warnung. Sauerstoffgeneral zu 80%. Warnung. Sauerstoff auf gefährlich niedrigem Niveau. Warnung. Evakuierung läuft. Sauerstoffniveau bei 50%. Warnung!
Zirkulationssysteme im Sektor deaktiviert. Luftdruck fällt. Warnung. Sauerstoffniveau fällt. Warnung. Sofort evakuieren. Evakuieren Sie den General zuerst. Warnung. Sauerstoff auf gefährlich niedrigem Niveau. Warnung. Evakuierung läuft. Warnung. Sauerstoffniveau bei 50%. Warnung. Sauerstoffniveau bei 30%. Zirkulationssysteme im Sektor deaktiviert. Luftdruck fällt. Warnung. Sauerstoffniveau fällt. Warnung. Warnung. Sofort evakuieren. Halten Sie sich an die Protokolle. Evakuieren Sie den General zuerst. Warnung. Sauerstoff auf gefährlich niedrigem Niveau. Warnung. Evakuierung läuft. Warnung, Sauerstoffniveau bei 50%. Warnung, Sauerstoffniveau bei 30%. Sie da, bleiben Sie hier. Warnung, Sauerstoffniveau bei 10%. Warnung, Sauerstoffniveau bei 5%. Warnung, Sauerstoffniveau bei 0%. Als ich über Jacks Mörder stand, überkam mich ein Gefühl der Leere. Ich hatte es geschafft. Und doch wollte das Loch in meinem Herzen nicht ganz heilen. Ich sah Millionen Sterne in der Schwärze funkeln. Die Erde wirkte von oben so friedlich, wie der Schein in der Ferne doch trügen kann. Also kehrte ich nach Brasilien zurück, um mein Leben in Besinnungslosigkeit zu beenden. Eigentlich keine schlechte Art abzutreten.
Aber irgendwas war anders. Die Leere blieb und kein Schnaps konnte sie füllen. Dann, eines Tages, kam ein weiterer Brief des mysteriösen Crimson Bulldog. Die amerikanische Revolution war in vollem Gange und der Widerstand brauchte mich. In dem Moment verstand ich, was die Leere bedeutete. Es ging nicht nur um Rache für Jack. Nein, das war etwas Größeres. Also reiste ich zurück nach Amerika, um noch einmal gegen das Regime zu kämpfen. Vielleicht bedeutete das mein sicheres Ende. Doch Agentin Stiller Tod würde nicht sang- und klanglos abtreten.